Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit meiner reizenden Assistentin. Hi. Was hast du jetzt? Nichts, alles gut. Nee, erzähl. Ich hab dich gerade 1:1 nachgesprochen. Wie, du hast mich jetzt nachgesprochen? Als du deine Begrüßung gemacht hast, hab ich dich gerade mit 1:1 mitgesprochen. Ja, kannst du gerne nächstes Mal die Begrüßung machen, es ist so schlimm. Ja, nee, dann bin ich ja zu feige. Gib ich dir den Count und dann geht's los. Und dann geht's los und dann kommt bei mir nur so ein 3. Nein, Schutzgefahr. Also auch noch. Ein Einstürzler. Ja, aber ich wollte wenigstens noch meine Werkstatt hier haben. Die muss sein. Willst du denn jetzt unbedingt Einsturzgefahr machen? Ja, ich dachte, es wird jedes Ausrufezeichen-Event gemacht. Nö. Hast du immer gesagt. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Na halt, eins wird nicht gemacht. Ja, das ist ja auch kein Event, das zählt nicht. Aha. Hat jemand seine Pille nicht genommen? Und 9 Monate später haben wir ein Problem, ne? Ich war so verwirrt, dass mir die Tablette aus der Hand gefallen ist. Ich hab's geschafft, juhu! Ich hab Mausi verwirrt. Achtung, erneute Schachtöffnung festgestellt. Das ist meine Anti-Gaga-Tablette. Die hilft bei dir schon nicht mehr, die kannst du weglassen. Bist du dir sicher? Ja. Sogar überaus sicher. Nein, es geht in Coca-Cola. Es geht in Coca-Cola. Ah, jetzt hab ich Bock auf eine Cola. Hey. Du hast doch erst Cola getrunken. Ja, jetzt hab ich aber schon wieder Bock drauf. Kann er nicht immer Cola mitbringen? Nee, werde ich fett und runzlig. Bin ich so schon, also. Hank, ich rette dich! Okay. Machst du Hank denn da hinten die ganze Zeit? Weil dann nehme ich die anderen beiden hier. Das war eine Frage. Ja, ich wurde gerade von allen Seiten zugequatscht. Von allen Seiten? Oh, Feier. Mausi. So, darf ich jetzt meine Drogelbecher nehmen? Ja. Aber nur ganz kurz. Silber looten. So. Ich habe Silber gelootet. Zum Geburtstag. Noch nicht. Ich muss noch eine ganze Woche warten. Okay. Noch 6-mal aufstehen. Nee, eigentlich. Mittlerweile müsste ich ja schon fast Geburtstag haben. Wenn die Folge online kommt. Da müsstest du dann sogar schon gehabt haben, oder? Nee, das wäre zu weit raus vorgegriffen. Das wäre viel zu weit vorgegriffen. Na denn? Das ist ein bisschen zu weit. Aber ich wurde auch schon von Google erinnert, dass ich bald Geburtstag habe. Ja, sonst vergisst du sowas immer, ne? Ja. Dein Kanal feiert Geburtstag. Was wünschst du dir? Was möchtest du planen? Da habe ich mir dann auch so gedacht. Ich wünsche mir YouTube-Erfolg, jede Menge Kohle, Frauen. Nee, Frauen nicht. Also mir reichst du. Also ich brauche nicht mehrere Frauen. Das wäre mir zu viel Arbeit. Jetzt werde ich rot, Mann. Nicht jetzt anstrengend? Nee, das nicht. Also du kannst manchmal sehr anstrengend sein, ja. Aber eigentlich bist du sehr hilfreich.
Bloß so eine wie dich werde ich nicht normal finden. Also, glaub ich nicht. Das ist so ein seltener Fundgriff. Den findest du nur so einmal im Leben. So, was macht mich denn so besonders? Ich bin auch anti-besonders. Wieso anti-besonders? Wie kommst du denn da drauf? Ich weiß nicht. Ich frag dich ja gerade. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal so von den anderen Jungs und so weiter mal höre, was die für Weiber abhaben manchmal, ja, dann tun die mir immer total leid, dass sie nicht so eine kennen wie dich. Ja, ist so. Das wird übrigens angeschmissen, ne? Ja, ich hab schon gefunden, bin schon da und hab beseitigt. Mineraltransfer erforderlich, bitte. Ich mach hier gerade den Pendelverkehr. Kannst du doch dem Johnny nicht antun. Ja. Den der hat doch gute Filme gemacht, Mensch. Wollen wir jetzt nach Fluch der Karibik noch da gucken, oder was? Das ist aber definitiv Copyright. Also da kriegen wir ganz schnell Probleme. Das ist lang gemacht. So, jetzt wieder zum anderen rüber hier. Ja, könnt ihr mal aufhören, auf den zu schießen? Schießt mal auf jemanden, der da auch raushält. So schießen? Schießen, ja. So schießen? So schießen? So schießen? Sushi kann ich auch beschießen, ja. Nein! Was ist denn? Ist tot. Ist tot? Wer ist tot? Er lebt wieder. Der ist unsterblich. Ich kann die Finger von nichts lassen hier. Schlimm. Du. Du bist schuld, wenn das demonetarisiert bist, Morsi. Das halte ich dir denn vor, wenn ich die denn hochlade und da dann das gelbe Zeichen wieder drin ist, ne? Und das dann wieder umschwenkt auf ein rotes, dann werde ich dir das vorhalten, doch. Du musst es ja auch nicht immer nachsabbeln. Ja, aber du hast mich auf die Idee gebracht. Hä, wie ist Depp gestorben? Ich stand doch neben Depp. Ja, da kannst du mal sehen. Wo unaufmerksam bist du. Ja, der hat sich hier im Dunkeln versteckt. Hab ich ja sogar gesehen auf der Anzeige, dass er so schnell gestorben ist. Der arme Depp. Eine Anzeige, also echt mal. Ja, auf der Mattscheibe, auf dem Bildschirm, auf dem Monitor, auf... Ja, was ist das? Das ist ekelhaft. Also, ich bin noch analog. Ich mach noch Briefpost. Das heißt, ich warte jetzt auf den Briefträger, der mir jetzt anzeigt, dass der kaputt ist. Ist Briefpost nicht eigentlich dasselbe? Ja, Briefpost. Kennst du nicht Briefpost? Briefpost, das ist eine Briefpost. Ist so wie eine E-Mail, bloß das ist halt auf dem Blatt Papier geschrieben. Es ist wie eine E-Mail ausgedruckt. Brief-E-Mail, ne? Ja, eine Brief-E-Mail. Aber das ist ja noch elektronisch, eine Brief-E-Mail. Kennst du doch. Also eine Brief-E-Mail ist dann, man verfasst es schriftlich, scannt es ein und schickt es los, oder was? Genau. Genau so funktioniert das. Könnt ihr mal aufhören, so scheiße zu sein? Und du kannst auch einfach einen Brief in den Computer eintippen und den dann halt abschicken per E-Mail. Dann hast du Brief-E-Mail. Was kann man machen? Einen Brief im Computer schreiben in so ein Programm namens, nennt sich Word oder so. Gibt aber auch so ein ganz einfaches Textdokument und dann verfasst du einfach einen Brief. Ja, und dann verschickst du ihn per E-Mail, dann hast du eine Brief-E-Mail. Nee, das wäre ja eine normale E-Mail. Nee, das ist eine Brief-E-Mail, weil du ihn ja als Brief verfasst hast. Nee. Doch. Nee, sehe ich nicht. Müssen wir eigentlich schon längst raus, weil bei mir spinnt die Anzeige und hier... Bei mir spinnt sie auch, also ich weiß es nicht. Lass mal rausrennen. Wenn, dann ist es sowieso schon zu spät. Ich glaube auch. Ich bin jetzt gerade überladen.
Da wir jetzt ganz viel Blödsinn gesammelt haben, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Na? Sieht nicht gut aus. Ich bin raus. Ja, aber ich komme noch nicht raus. Nee. Ah, ich werde hier elendig begraben. Bin tot. Der arme Schrott. Scheiße mit den Anzeigen. Der arme Schrott. Und weg ist er. Na, wenigstens habe ich noch die Waffen und kann den in Schrott umwandeln. Ja, normalerweise sagt sie dir ja Bescheid, aber ich habe echt nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. Ich habe mich eher auf dich konzentriert mit der Beef-E-Mail. Ah, ist nicht so wild. Das ist ein bisschen Schrott, was weggekommen ist. Das hole ich nahe wieder rein hier. Ist nur schade, dass du dann halt den Loot nicht mehr looten kannst. Ja. Der ist dann ja komplett c'est la vie. Die Instanz wird ja danach geschlossen und dann ist auch endlich Game Over. Nein! Was ist hier irgendwo leer machen? Ja, kann man. Hier hinten, bei einem Panzertutut. Da kann man sich leer machen, habe ich gehört. Schleift mich zu dir. Aber mach langsam, bin noch nicht fertig. Bin da. Okay. Zertasten nur so. Ich hab Angst, ich friere. Ja, was denn? Du frierst oder hast du Angst? Nee, ich hab Angst und friere gleichzeitig. Du hast Gefrierangst. Ich hab Gefrierangst. Gefrierangst. Brief-E-Mail, Gefrierangst, ey Gott. Das mit der Brief-E-Mail war deine Idee. Ja, ja, das ist ja dann schlimmer. Was kommt als nächstes? Der laufende Toaster? Nee, es gibt ja schon den Badewannentoaster. Den Badewannentoaster. Okay. Was macht denn der Badewannentoaster außer dich rösten? Ja, das ist die Aufgabe, er röstet dich. Also für Menschen halt, ne? Ja, ja. Spart man sich das Solarium. Gut, dann brauche ich nicht mehr an Fusionskern nuckeln. Nee, dann brauchst du gar nichts mehr nuckeln. Nö, ja, dann. Dann bin ich durchgenuckelt. Würde das mit modernen Toastern eigentlich noch funktionieren? Nein. Also im modernen Haushalt nicht mehr. Der FI würde ja instant rausfliegen. Der ist ja eigentlich für sowas gemacht. Damit sowas nicht passieren kann. Eigentlich, wie gesagt, ne? Also bei uns würde die Sicherung rausknallen, oder? Bei uns würde die Sicherung rausknallen, aber auch der FI vorher. Wenn ich jetzt noch wüsste, was es ist, dann wäre das echt krass. FI ist ein Schutzschalter, der ähnlich ist wie eine Sicherung. Der sozusagen auf, wie war das nochmal? Eine Sekunde, nachdem er das mitgekriegt hat, oder nee, das war ja im Millisekundenbereich. Sobald er halt einen kurzen kriegt, fliegt er raus. Ist wie eine Sicherung. Bloß eine Sicherung dreht man normalerweise raus. Also ist die Sicherung für die Sicherung. Ist Badezimmersicherung, ja. So. Kommt hier noch mehr, oder? Darf ich jetzt mal kurz nach dem Ursprung gucken? Ah, Hütte des Ermittlers. Hat man das jetzt gehört? Durch mein Mikro irgendwann schon, ja. Wenn du so laut gehst. Ich hab grad gesagt, puh. Es hat sich aber eher nach einem angehört. Ich hab Probleme. Hm.
so viele leckere Wölfe. So viel leckeres Kuchen. So. Heute gibt's Wolf-Gulasch. Wolf? Wolf-Gulasch. So, dann haben wir hier noch da noch eine Horde. Vampirs mit starken Angriffen. Ja, ist okay, aber da fehlt irgendwie der dritte, damit das wirklich eine Nahkampfwaffe wäre, wo ich sagen würde, juhu, will ich mal ausprobieren. Nicht? Ich habe jetzt gerade nicht zugehört. Okay, gut. Mausi hört mir wieder nicht zu. Lässt mich im Einsturzgefahr sterben. Einfach so. Naja. So ist meine Maus zu mir. Ja. Auf zum Meckern. Ich mecker nicht, ich heule. Das ist das Fortgeschrittene. Nach der Aufnahmefolge kuschel ich dich davon, ja? Okay. Damit kannst du mir nicht drohen. Das habe ich heute schon mit dir genug gemacht. Du kannst mir nicht mehr drohen. Doch, das war ja schon. Da sind mir einfach über den Weg gelaufen. Ne? Komm mal her, mein Freund hier. Machen wir doch alle mit mal Puff hier. Ich hab gerade irgendwie Lust zu schreien. Zu schreien? Warum? Hast du was Gutes gedroppt oder was? Nee, einfach nur so. Achso. Einfach nur so mal. Ja, kennst du das nicht? Nö. So, in der Nacht. Halb zwei, so, verstehst du? Einmal mal richtig schön laut schreien. Nachbarn, seid ihr wach? Nein! Jetzt schon. Aufstehen! Guten Morgen! Das ganze Haus würde dich hassen. Am besten mit Megafon in den Innenhof rein, weißt du? Wo es noch schön schallt. Oh, schön. Du mal sehr schön. Oder mit so einer Tröte, weißt du? Na, Megafon reicht doch schon. Ja, wenn man eine Tröte nimmt, dann weiß man ja nicht, von wem es kommt. Also. So, ich wollte jetzt hier eigentlich Schlinger wegmachen und jetzt hänge ich hier schon wieder fest. Nee, du musst das Lach-Emoji machen, sonst zählt das nicht. Unter Sonstiges. Ja, schon besser. Seit wann bist du so abhängig auf das? Wenn du schon was einführst und auch da, ne, dann musst du es auch beibehalten. Also, das geht so und sonst nicht. Können wir doch nicht machen hier. So. So, mal, wie viel Schrot habe ich da noch? Hey, ich habe meinen Schrot bald verschossen. Juhu! Yeah! Ich habe kein Schrot mehr, ich habe kein Schrot mehr. Da. Und mein 10. Event. Yay! Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Dann nehme ich jetzt noch ein Kraftwerk ein. Weil ich's kann. Kannst mal sehen, du. Kann nicht schildern. Das Schönste im Spiel ist immer noch der Ladebildschirm. Wir möchten uns für die Unannehmlichkeiten entschuldigen. Seien Sie versichert, dass unsere Wartungsmannschaften mit Hochdruck daran arbeiten, die Stromversorgung wiederherzustellen.
Basierend auf den derzeitigen Prognosen sollte die Stromversorgung für den Großteil der Kunden wiederhergestellt sein. Um Ghule zu töten. Ist der Ladebildschirm. Also wieder festgefahren in Ladebildschirm oder was? Nee, Gott sei Dank nicht. So, und dann war es hier schon. Dann können wir hier einmal kurz. Ich glaub's nicht. Was denn? Nach knapp einer Stunde kommt das Kätzchen zu Ruhe. Hast es jetzt endlich geschafft? Hast du jetzt endlich mal überzeugt, ja? Ja. Okay. Das ist gut. Ach Mensch, ich wollte noch ein zweites Kraftwerk einnehmen. Komm, das schaffe ich noch. Das schaffe ich noch. Das schaffe ich noch. Komm, dann haben wir hier sogar gut Kupfer. Mal nur das Ding hier aufstellen. Nein, ich wollte nicht aus dem Baumodus. Na, einmal dran. Wunderbar. So. Ich nehme mal schnell Kraftwerk ein, ja? Ja, ja, ich bin bei Protestmarsch. Protestierst du schon wieder? Ja. Gegen was protestierst du? Frauenrechte, Männerrechte. Kuschelrechte. Kuschelrechte, also für die Kuschelrechte. Hier spricht Knappe Rosen. Mehr Kuscheln für Mausis. 24 Stunden sind zu wenig, oder was? So. Na kommt, ich hab nicht so viel Zeit hier. Das muss zacki zacki zügi gehen. Nee, sehen tue ich dich nicht. Aber hören. Riechen. Ja, riechen auch noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, fehlt noch einer, da fehlen noch zwei. Wir haben doch keine Zeit. Die Geleitete wartet doch auf uns. So, schnell einnehmen hier. Zack. Aua. Was hat Bumm gemacht? Ja, das stimmt. Das Blöde ist, ich bin jetzt sogar noch überladen. Nee. Mausi ist schuld. Nö. Weil sie protestiert für mehr Kuscheln. Nö. Doch, doch. So, es war auch meine dritte Werkstatt. Herstellung, irgendwas zum Zerdeppern hier. So. Zack. Damit wir vom Fleck kommen, damit wir vom Fleck kommen. Flecki, 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 Fleck. Wenigstens hast du das an den anderen Ohrwurm nicht mehr. Doch, den habe ich immer noch, aber den versuche ich sehr stark zu unterdrücken. Den versuche ich sehr stark zu unterdrücken. So. Hat das Ding auch wieder Power und dann ist gut. So, auf zu geleitete Meditation. Da kam es fast durch, ne? Das ist ja das Schlimme. So. Feuer entzündet und seien let's go. Sie herzlich gegrüßt. Bitte begeben Sie sich zum Heiligtum der Gelassenheit, um sich in der heutigen geleiteten Meditation auf eine spirituelle Reise zur Transzendenz führen zu lassen. Wir werden in Kürze beginnen. Nein, ich häng schon wieder fest. Was tut denn Fall da? Ich versuche zu dir zu wissen. Befreier haben alles überrannt. Oh nein! Ja! Oh nein! Tata Bum Bum! Tata Bum Bum? Einen tiefen Atemzug. Ja. Aua. Jetzt gucke ich nach dir nach oben und du beschützt mich hier nicht. Also, ja? Keine Rückendeckung hier. Das hat man vergessen. So. Ausatmen. Zwei.
Du sollst nicht immer den Ansager verarschen, Horsi. Der hat auch Gefühle. Nee, der hat keine Gefühle. Der hat keine Gefühle, okay. Das würde er mir nicht so auf den Sack gehen. Kannst du nicht eben gerade noch unter mir? Ja, aber ich... Kannst du dich teleportieren? Ja, kannst mal sehen. Ich habe Son Goku Teleportation gemacht. So, zack, zack, zack. Also. Tschutschung hat's gemacht. Sogar mit Videobeweis. Wieso bezweifelst du das? Dass du dich teleportieren kannst. Ja, ich habe mal kurz meine Mod- und Hack-Tool habe ich mal kurz reaktiviert und dann habe ich mal losgelegt, ja. Ich esse Popcorn. Okay. Davon. Dann nimmt er mir die Epe weg, der Popo. Wer, ich? Ja, nee, der hinter dir. Böse hinter mir. Böse. Böse. Wieso soll ich dir die Epe mit... Müsstest du nur noch geteilt kriegen, oder nicht? Nee, bin ich zu weit weg? Ja, ich stell mich schon woanders hin, alles gut. Nee, dann stell ich mich wieder zurück. Ich dachte, das reicht. Nee, ich stell mich jetzt hier aufs Zelt, alles gut. Aufs Zelt? Dieses Papierding hier. Okay, das ist aber zu weit vorne. Das ist zu weit vorne, damit drückst du sie alle auf die andere Seite. Du ganz vorne, weißt du? Nee, ich bleib ja jetzt hier stehen. Wusste ich nicht. Ja, ist mir auch gerade erst aufgefallen. Entschuldigung. Wenn man mir das nicht sagt, dann stehe ich mir aber woanders hin. Also. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Ich kann mir hoch, scheiße. Das hört sich so falsch an manchmal, ey. Oh, ich hab ihn hochgedrückt. Na, das ist ja supi. Wer streichelt ihn jetzt? Der Ghoul da hinten. Nee. Dann kriegst du den nicht okay mehr hoch. Ja, der macht... Jetzt spielt der Schildkröte, ja. Nee, Schildkröte spielt er dann nicht. So, stehst du drauf? Nee. Aber er spielt doch dann keine Schildkröte. Ja doch, dann versteckt er sich. Wenn der Ghoul kommt und versucht anzutatschen. Also. Jetzt flupp. Jetzt, immer wenn ich nachlade, dann wollen sie hier durchrennen, ey. Schlimm. Irgendwo ist wieder so ein Piep-Hannes, ey. Ja, der ist hier hinten zerdeppert worden. So, hier liegt bei mir was leuchtend. Hier ist er. Muss ich das looten oder reicht es, wenn du es machst? Nee, das musst du looten, wenn du den Piep nicht mehr hören willst. Ich werd irre, das muss ich machen. Ey. Na? Ihr seht mich nicht. Der ist nur zielstrebig auf dich zugerannt. Hat gesagt, touchen. Mach mal Schildkröte. Mach mal Schildkröte. Hast du ihn jetzt eingesammelt? Ja. Ja, das Piepsen macht mich irre. Ja, das glaube ich dir. Das hat mich zu Anfang auch so krass genervt. Aber mittlerweile spiele ich das Spiel so lange, dass man das schon ausblendet mittlerweile. Nee, ich nicht. Mir ist es mittlerweile so egal, da kann er doch piepen. Aber die piept's wohl. Naja. Los, Ghoul, nun tobt euch mal hier ein bisschen aus hier. Wir langweilen uns sonst so hier. Das geht doch nicht. So.
Hey, ich hab fast Level up. Aber auch nur fast. Auf strahlende Schläge hätte ich jetzt Lust. Strahlende Schläge? Mhm. Oh, ein bisschen Glück. Bis jetzt noch nicht gekommen. Ich denn jetzt Lust? Eigentlich kam ja schon mein Lieblingsevent mittlerweile. Momentan. Was ist denn dein momentanes Lieblingsevent? Umschwärmt. Geht schnell, ist fix fertig, kriegst gute Belohnung, passt. Was willst du mehr? Ein paar Evi noch nebenbei. Ja, bei dir ändert sich das ja ständig mit dem Lieblingsevent. Ja, das, leider ja. Deshalb frage ich. Momentan ist es halt, wie gesagt, umschwärmt. Dacht mich nicht, wie es im Monat aussieht. Ein Monat später ist es wieder was anderes. Ist halt auch das, wo man am meisten Lust hat, ne? Momentan eher so schnelle EP machen. Ja, Level up! Und auf Leichen schießen bringt nichts. Oh, abgeschlossen. So, einmal schnell Looting. Überladen sein. Ganz viele Kronkorken kriegen. Viel zu viele Airdrops haben. Stärkende Raider-Rüstung mit 1 Stärke. Fehlt eigentlich nur noch der 3. Stern, dann wäre es okay gewesen. Gewicht von Waffen reduziert oder so. Dann wäre das wirklich eine starke geworden. Aber so leider nicht. Gut. Aber nichtsdestotrotz, ne? Läuft Mausi hier noch voll in die Gule rein. So. Hast du jetzt alle? Ja. So, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn. Tschüss.